Dass unsere Heilkunde ihren Ursprung im antiken Nahen Osten hatte, über Griechenland, Rom dann zu uns gekommen ist, über die Klostermedizin, das ist eine Mythe. Jeder Stamm, jedes Volk, jede Ethnie hat ihre eigene Heilkunde. Ihre Heilkunde, die auf die lokalen Pflanzen und Gegebenheiten bezogen ist. Und das galt auch für unsere Vorfahren, die Waldvölker, die Kelten, Germanen, Slawen, Balten. Sie hatten eine Heilkunde, die geht zu den ersten Bauern zurück. Sie wurde getragen von den Großmüttern und Müttern, deren Aufgabe es war, Gesundheit im Haus sowie im Stall zu erhalten. Diese Heilkunde geht aber noch weiter zurück als die ersten Bauern. Sie geht zurück in die alte Steinzeit, zu den Großwildjägern in der Mammutsteppe, wo auch solche Pflanzen wie der Beifuß wuchsen. Das ist eine unserer ältesten Heil- und Schamanenkräuter. Sie wurde benutzt als Frauenkraut, Hilfe bei der Geburt, Fruchtbarkeit, wurde auch genutzt als Schamanenkraut, das den Geist öffnet. Die Schwitzhütten wurden damit ausgelegt. All das und vieles mehr kann man nachlesen in diesem Buch, das ich mit viel Begeisterung im Winter geschrieben habe. Die Urmedizin, die wahre Geschichte unserer Heilkunde. Das Thema ist die Urmedizin, das sollte heißen Wort und Wurz. Aber da konnten die Vertreter von dem Verlag nichts anfangen. Aber Wort und Wurz sind eigentlich die zwei Säulen, auf der die traditionelle Heilkunde aufgebaut ist. Wort ist das therapeutische Wort, die Kraft der heilenden Suggestion, und Wurz ist die Heilpflanze. Man meinte, dass die Heilpflanzen vor allem ihre Kraft in der Wurz haben. Deswegen heißen die besten und wichtigsten Heilpflanzen immer Wurz. Jetzt vor ein paar Tagen haben wir die Meisterwurz gefunden. Die ist ja wirklich eine wunderbare Heilpflanze. Ich habe sie bei mir auf dem Hof wachsen. Die Meisterwurz. Ich heb sie mir auf, wenn ich mal ganz und gar krank bin. Die ist so stark, man spürt das schon, wenn man ein bisschen von der Wurzel isst. Also das sind die zwei Aspekte, Wort und Wurz. Nun, was wir immer lesen in der Schule, was ich in der Schule gehört habe, ist, dass das Heilen, dass die Medizin irgendwann mal vor 4.000 oder 5.000 Jahren in Ägypten und im Nahen Osten, in Sumerien, bei den Chaldäern, Babyloniern anfing und war noch sehr, sehr mystisch und magisch, verbrämt. Zum Beispiel, wenn jemand krank war in Sumerien, da wurde ein Schaf oder ein Ziegenbock geschlachtet. Und ehe der Bock geschlachtet wurde, musste der Patient hineinatmen in die Nüstern. Und dann wurde er zeremoniell geschlachtet. Natürlich musste der Patient auch für den Ziegenbock oder Schafsbock aufkommen oder hineingeatmet. Und dann wurde die Leber herausgenommen und die Priester schauten die Leber an und sagten, aha, so, kommen Sie mal her, sehen Sie diesen Fleck da? Sieht gar nicht gut aus. Da müssen wir etwas unternehmen. Es könnte schlimmer werden. Und diese kleine Stelle hier, also die Menschen brauchen immer so schöne Beweise. Von solchen Aberglaube wurde dann die Medizin befreit. Und in Griechenland lernen wir, dass so jemand wie Hippokrates Krankheiten nicht mehr auf
erzürnte Ahnen oder erzürnte Götter zurückführte. Oder also Ahnen, die sich ärgerten, dass man nicht an sie dachte und nicht ihnen opfert. Oder die Götter, die man nicht am Morgen gegrüßt hat. Oder irgendwelche karmische, also Vergehen, die man gemacht hat. Sondern Hippokrates brachte die Heilkunde auf eine rationelle Ebene. Und zwar auf Umwelteinflüsse und auf die Harmonie der Säfte, ob da zu viel Schleim oder Blut oder schwarze Galle oder gelbe Galle ist im Körper. Und da wurde dann gemessen, was, also wenn zu viel gelbe Galle da war der Mensch meistens sehr zornig. Wenn man gelbe Galle hatte, dann hatte man zu viel Cholera und war ein Choleriker. Und da lief einem manchmal die Galle über. Also ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Galle überlaufen, ich habe es schon mal, das gibt's tatsächlich. Wenn man so eine Wut in sich hat und man will die nicht rausbringen und hält sie zurück, irgendwann platzt die Galle raus. Das ist mir vor Jahren mal passiert. Da habe ich ein Buch geschrieben über die Bären. Und weil ich oben auf unserem Berg, ich realisierte, das ist ein Bärenbiotop. Und in der Nacht erschien ein Bär im Traum. Und ich dachte, ja, da sollte ich doch was über Bären schreiben. Und da habe ich mich hingesetzt und habe über Bären geschrieben, Bärenerlebnisse. Und als es fertig war, habe ich es an den Verleger in Bern, der Bärenstadt, geschickt. Und er schrieb zurück, ja, tut mir leid, jetzt ist das 700-jährige Jubiläum der Stadt Bern. Und wir haben schon 7 oder 8 Manuskripte, wir können es nicht gebrauchen. Ein ganzes Jahr gearbeitet. Da habe ich dann gedacht, naja, ich nehme es mit buddhistischer Gelassenheit. Das ist etwas, es geht mich nichts an. Und habe den ganzen Tag schön verbracht. Und dann irgendwann in der Nacht, da kam dann die Galle hoch. Und das Ganze kam als gelber, grüner Strahl heraus. Da lief die Galle über. Und das ist in dieser Art von Medizin, da hatte ich zu viel Cholera. Und das hat man dann mit Diät und so weiter. Wenn man zu viel Blut hatte, zu viel Sanguinisches, dann war man ein Sanguiniker. Das heißt, man war stolz, arrogant und irgendwie auch ein bisschen, sagen wir mal, hart. Da wurde dann Blut gelassen und so weiter. Was ich sagen will, es wurde die Ursachen der Krankheit wurden auf natürliche Ursachen zurückgeführt. Nicht mehr auf, Götter oder Geister und Ahnen und so weiter. Dann kam diese Heilkunde kam dann von Griechenland nach Rom. Die Römer, die haben das dann weitergeführt. Ein Arzt namens Galen hat das weitergeführt und brachte es zu einer neuen Blüte mit ganzen Mengen interessanten Rezepten. Aber dann plötzlich kamen die Barbarenhorden aus dem Norden. Raufende, saufende Barbaren, analphabetisch, kein Sinn für Lesen und Schreiben. Und die brannten sogar die Bibliotheken nieder. Und das kostbare Heilwissen drohte verloren zu gehen. Zum Glück gab es brave Mönche, die in ihren Kämmerchen die übrig gebliebenen Manuskripte kopierten. Und so wurde das Heilwissen gerettet und lebte weiter und wurde dann in der Klostermedizin weiterentwickelt. Bald gab es Klostergärten. Und was wir haben dann ist, dass die Medizin gerettet wurde und hat sich dann weiterentwickelt bis zur heutigen Medizin. Ist das nicht eine wunderbare Geschichte?
seht ihr keine Begeisterung hier. Das Ganze ist natürlich Ideologie, ist Fortschrittsideologie. Denn als Ethnologe oder Völkerkundler sage ich, weiß ich, dass jeder Stamm, jedes Volk, jede Ethnie hat ihre Heilkunde und die ist effektiv. Es gibt eigentlich keine Heilkunde, die irgendwie besser ist als eine andere, genauso wenig wie es eine Sprache gibt, die besser ist als eine andere. Es ist die Heilkunde entsteht aus Liebe und Fürsorge mit denen, die den Hof teilen mit Mensch und Vieh. Es wird getragen über Generationen, das Wissen, und es beruht, und das ist sehr wichtig, auf die lokale, auf die örtliche Kräuter und Heilmittel, die da sind. Es beruht auf Feuer, Wärme, Hitze und auf Wasser und bei uns auf Kräutertees. Und diejenigen, die zuständig waren immer für das Heilen, das waren nicht gelehrte Ärzte, die immer nachschlagen müssen. Das sehen wir ja heute. Geht man zum Arzt und der denkt, ah ja, er sagt, ja, so, ja, ja. Und dann, aha, was könnte denn das sein? Und dann gibt die Pharmaindustrie, die fast inzwischen 80.000 Präparate zur Verfügung hat, die richtige Indikation. Dieses Heilwissen, das war das lokale Heilwissen, beruhte nicht auf schriftliche Überlieferung, sondern beruhte auf Jahrtausende von Überlieferung und Erfahrung. Und die Träger von dieser Heilkunde waren vor allem diejenigen, die immer sich kümmerten um die kranken Kleinen, um die Alten, und das waren die Frauen. Und das waren und das war auch getragen meistens von den alten Frauen. Das waren diejenigen, die lange Erfahrung hatten. Und die brauchten nicht gelehrt zu sein. Und das gab es in dieser Kultur, auch in unserer Kultur gab es das. Und das war eine sehr, sehr effektive Heilkunde. Nun, diese Heilkunde beruhte auf ganz andere Voraussetzungen, als wie wir es heute gewohnt sind. Für sie war Krankheit so etwas wie ein schlechter Zauber. Ein schlechter Zauber, eine Einbildung im wahrsten Sinne des Wortes. Und dieser Zauber musste gelöst werden. Und dieser Zauber wurde gelöst durch Spruch und durch Ritual. Und dann wurde das Heilen unterstützt durch die heilenden Pflanzen. Die Heilkunde ist immer kulturspezifisch. Das heißt, es gibt keine universale Heilkunde. Es ist die Heilkunde, wie auch die Sprache und die Kultur, entstammt der lokalen Natur, der Umwelt, und so auch die Heilkunde. Und bei uns hier in Europa, ich will unterscheiden zwischen der Heilkunde der Gelehrten und der Heilkunde des einfachen Volkes. In der Ethnologie da spricht man von der Big oder Great Tradition und der Little Tradition. Great Tradition sind die führenden Schichten in der Kultur. Das sind die Priester, die Machthaber, die Herrscher, die Könige und so weiter, die Kultur bestimmen. Und die haben ein bisschen eine andere Kultur als wie das einfache Volk. Ich denke, so ein bisschen, was erleben wir heutzutage auch in der Politik? Kann ich das ausziehen? Nee. Geht das?
Hört man mich dann noch? Ich habe die Elektronik trotzdem noch in der Tasche. So, es ist so, dass wenn man die Vorfahren, ich fange mal an, ich versuche das mal hier zusammen zu binden in der richtigen Art und Weise. Die Inspirationen, die heilenden Inspirationen kommen aus der Umwelt, aus der Natur, habe ich gesagt. Und unsere Umwelt und Natur war immer der Wald. Also in den Alpen und nördlich der Alpen war Wald etwas, war Wald das Prägende. Und das heißt nicht nur der Wald, sondern auch die Waldpflanzen. Und das gilt nicht nur für die Kelten, wo die führende Schicht, die hat man sogar die Waldweisen genannt, die Druiden. Dru heißt eigentlich Eiche oder Baum. Das ist verwandt mit Dr, ist verwandt mit der Holunder. Das ist der Baum der Holle oder der Hohlebaum oder der Wacholder. Dr heißt Baum. Oder das Sanskrit ist ja auch verwandt mit unserer Sprache. Dar, Daru heißt Holz. Und der Druid ist der Waldweise. Aber nicht nur da, auch bei den Germanen, die weiter im Norden lebten, das ist auch ein Waldvolk. Und die Slawen im Osten sind Waldvölker und die Balten im Nordosten. Balten, wisst ihr, was Balten sind? Die Letten, Litauer und die Preußen, die Urpreußen, sind die Balten. Die leben in Wald und einer Waldkultur. Im Mittelmeerraum gab es auch Wälder, aber das waren leichte Wälder und die wurden sehr früh im Neolithikum schon abgeholzt, zum Teil um Ackerland zu machen und Weinberge und Schiffe zu bauen und zum Heizen und zum Zimmern, dass zur Zeit der Römer sehr wenig Wald übrig war und dass der Wald nördlich der Alpen, der galt als ein, wie Tacitus sagt, ein schrecklicher, sumpfiges Waldgebiet, ein furchtbarer Ort. Und für die Druiden war der Wald heilig. Die Germanen, Kelten und auch die Slawen hatten bis zum Kontakt später mit dem Christentum hatten keine Tempel. Tacitus, der römische Ethnologe, kann man sagen, sagte, sie verweigern sich, ihre Götter einzusperren oder ihnen menschliche Gestalt zu geben. Also keine Statuen, keine Tempel. Der Wald selber war der Tempel. Der Wald selber war der Tempel. Und die Bäume, durch die Bäume kam die Stimme der Götter. Aus dem Wald kamen die heilenden Botschaften. Als die Römer kamen, war ihnen der Wald eigentlich unheimlich. In Gallien, da war eine uralte, das ist überliefert, uralte Eiche und Cäsar befahl, diese Eiche abzuhauen, denn die Eiche war ja überall der heilige Weltenbaum. Die römischen Soldaten, die hatten so eine Angst, da hat Cäsar, übrigens daher haben wir das Wort Kaiser, hat dann selbst die Hand angelegt und den Baum gefällt. War so eine Art Sache. Als die Christen kamen, eines der ersten Dinge, die die christlichen Missionare machten, war ja natürlich die heiligen Bäume fällen. Und was die Mönche machten, war einfach ein, sie versuchten, die Wildnis in der Seele der Menschen und draußen zu roden. Man hat versucht, das Waldbewusstsein ein bisschen wegzudrängen. Also in der Kirche am Anfang versuchte man, die Menschen abzubringen von dieser Naturbezogenheit, denn in der Natur fanden sie die Spiritualität und die Götter. Und das ging nicht, denn man wollte sie auf eine neue Idee bringen. Man wollte sie auf einen neuen Zauber bringen, ein neues Weltbild, einen neuen Spell.
Denn diese Völker glaubten, dass das Bewusstsein, auch Gesundheit und Krankheit, eigentlich ein Zauber ist. Und dieser Zauber im Altgermanischen heißt Spellam, oder es ist noch im Englischen Spell und im Deutschen Spiel. Und das ist so, dass wenn ein Spielmann kommt und an einen Hof und spielt ein Fiedel und singt, ein Barde, dann kann er die Menschen bewegen und sie träumen mit und sie schluchzen oder sie fangen an zu weinen, weil das Lied so wunderbar ist, oder sie werden in den Schlaf gesungen oder zum Tanzen gebracht. Und so dachten sie, dass ein Weltbild überhaupt wie ein Zauber ist, und ein negativer Zauber, ein schwarzer Zauber, ein böser Zauber kann Krankheit und Siechtum bringen. Übrigens ist das Wort Gospel das englische Wort für Evangelium, und das geht zurück auf Good Spell, ein guter Zauber. Und da haben die Missionare gesagt, wir bringen einen neuen guten Zauber. Ihre Rivalen waren vor allem die Priester und Priesterinnen, die Goden und Gudjas und die weißen Frauen, die Völvas, die Walburgas, die Veledas, die Walburgas und so weiter. Die hellsichtigen weißen Frauen, die es in jeder Gemeinschaft gab. Und die kriegten ihre Inspirationen von den Geistern des Waldes, Geister der Erde. Und das störte nämlich die neue Botschaft. Und die war es, den einzig wahren Gott zu verkünden. Das war gar nicht so eine einfache Sache. Das wäre auch nicht, das ging über Jahrhunderte, dieser Versuch der Bekehrung. Und das spielte sich natürlich auch in der Heilkunde aus. Denn die weißen Frauen vor allem, die waren ja auch Heilerinnen. Aber es gab auch Heiler, also nicht nur Frauen. Und da wurde die alte Heilkunde praktisch verboten. Winfried, der angelsächsische Missionar, der in die Geschichte einging als Bonifatius, hat im Jahr 743 eine Synode zusammengerufen. Und in der Synode wurde festgestellt oder wurden ausdrücklich heidnische Bräuche verboten. Darunter Brunnen schmücken, Bäume verehren, Vogelflug deuten, Sterne deuten und Heilkräuterbüschel sammeln. Also das Sammeln von Heilkräuterbüscheln wurde von der Kirche verboten, der ersten Kirche, also den ersten Missionaren, weil das eine heidnische Sache war. Inzwischen hat sich das natürlich geändert. Inzwischen sind die Kirchen fast die Hüter von Heilkräutern geworden in der heutigen Zeit. Aber damals war das dann verboten, und was angenehm war, was erlaubt war, war erstmals war der Mensch sündig und eigentlich verdiente er nichts anderes, aber durch Gottes Gnade ist es möglich, dass man mit Weihwasser und Gebet und auch Wallfahrt zu den Reliquien den Menschen Heilung bringen konnte. Kräuter waren verboten. Nun, was geschah, ist, dass das einfache Volk, einfach nicht mitmachte. Die sind immer noch zu den bewährten alten Weibern gegangen. Die haben immer noch an den Hof Holunder, die haben immer noch vom Hof Holunder, der am Anfang so eine Art Hexenbaum war, haben sie ihre Holunderblüten gesammelt, um richtig schön schwitzen und die Krankheiten rausschwitzen zu können, haben sie immer noch der alten Frau Holle zugeschrieben, die Holunderbeerensuppe, die immunstärkend ist, Salben noch immer gemacht aus den Blättern des Holunders, Salben für Verbrennungen und Erfrierungen. Und was sie noch gemacht haben, ist
an den Holunder ihre Krankheiten angehängt, weil sie glaubten, unter dem Holunder, der Holunder zieht, und unter dem Holunder, da hat die Frau Holle ihren Kochtopf, und da sausen die Krankheiten hinein und werden dort aufgelöst und, wir würden sagen, recycled. Also Krankheiten noch immer angehängt. Dann, verschiedene, also die ganze Kräutersache haben sie weitergemacht. Die Kirche geriet so ein bisschen in Zugzwang. Es sind nur ein paar, die da eigentlich mitmachten. Kirche geriet in Zugzwang, und dann kam die Idee, ja, wir werden die Kräuter nehmen, die im Heiligen Land selber wuchsen, die in der Bibel erwähnt werden oder die dort wachsen, wo die Apostel gewandelt sind. Und das ist im Mittelmeerraum. Und da fingen dann die Mönche an, Samen und Pflänzchen zu bringen und einzupflanzen in Klostergärten, in die Hortulus. Das war so ungefähr dann im 8. 9. Jahrhundert, als man damit anfing. Und jetzt durfte man zum Klostergarten gehen und sich dort auch noch Heilpflanzen holen. Und das waren ganz andere als die wilden Pflanzen, die noch immer das einfache Volk sich holte bei der Dorfweisen. Und das waren Pflanzen eben, die hier biotopfremd waren und die das kalte, raue Klima nicht ertragen konnten. Inzwischen nach 1500 Jahren haben sich Salbei und die ganzen mediterranen Kräuter haben sich inzwischen angepasst. Und die wachsen jetzt in unseren Gärten. Nur wenn man auf abgelegenen Stellen lebt, da oben auf dem Berg oder so, da kommen dann die kalten Winde und es überlebt nicht den Winter. Und die wurden eingepflanzt in kleinen Beeten und sorgfältig gehütet. Und da mussten dann Mauern gebaut werden, um die bösen, teuflischen Winde wegzuhalten, damit sie überhaupt wuchsen. Die Frauen gingen immer noch in den Wald oder in die Wildnis und holten sich wild wachsende Kräuter. Und so geriet so langsam die Kirche wieder unter Zugzwang. Und allmählich wurden die einheimischen Kräuter dann integriert. Da erzählte man dann schöne Geschichten, dass der Holunder, ja, vielleicht ist er gar nicht so ein böser Hexenbaum. Der Holunder, der an jedem Hof steht, wo die Einheimischen sagten, er zieht das Negative an, er zieht das Negative auf von dem Hof und leitet es ab. Und vielleicht ist das gar nicht so schlimm. Und da erfand man eine nette kleine Legende. Irgendein begabter Mönch hatte wahrscheinlich die Vision und sagte, oh ja, auf den Weg ins Heilige Land, als Josef und Maria nach Ägypten flohen, also ins Heilige Land, sondern auf der Flucht vom Heiligen Land nach Ägypten, da wusch Maria die Windeln des kleinen Jesus und hing sie an einen Holunder in der Sinai-Wüste. Und naja, man wusste ja damals nicht, dass der da nicht wächst. Ja klar, wenn die Windeln des Heilands am Holunder hängen, dann ist der Holunder ja gar nicht, kann der gar nicht so böse sein. Und dann Brauchtümer wie Krankheiten an den Holunder hängen. Das war ja eine schamanische Sache, dass an den Holunder hängen. Die Krankheiten wurden ja nicht so gesehen wie heutzutage als Dysfunktionen der Organe oder als Infektionen von Mikrolebewesen, sondern als Krankheitsgeister, Krankheitswesen, Würmer in Wurmgestalt. Ja, und diese hat man hellsichtig gesehen. Heutzutage schauen wir die äußeren Symptome an, ganz genaue empirische Beobachtung. Und Fieber wird gemessen und dann werden ja so Röntgen und Kernspintomographien und alle möglichen Tests und Bluttests. Aber für die traditionelle Art und Weise, Krankheiten zu sehen, bleibt das an der äußeren Oberfläche. Es gab eine schamanische Komponente,
dass die Heilerin, die ja erstmals auch meistens analphabetisch war, sie schaute und kannte ganz genau die äußeren Symptome. Ah, ja, ja, Fieber, oh, da schmerzt es und so weiter. Ja. Und dann ging sie in den Trance. Sie ging in die innere Welt und beobachtete die Innenseite dieses Phänomens. Das ist so etwas, was wir überhaupt nicht tun. Und sie beobachtete die Innenseite und sah dann versteckt den Krankheitsgeist, der da oft in Wurmgestalt zu sehen war. Das ist eine universelle Tatsache in der Völkerkunde und in der Ethnologie. Deswegen gibt es von Indonesien über Europa, Afrika bis nach Nordamerika gab es überall saugende Schamanen. Das heißt, Schamanen, das ist nicht einfach, die Hellsichtigkeit haben und die Krankheit heraussaugen. So. Also das ist schwere Arbeit. Es ist etwas, was auf einer geistigen Ebene stattfindet, auf einer Metaebene. Sie brauchen sehr viel Energie dazu. Deswegen waren auch alle Verwandten mit dabei, und Freunde, und die saßen dabei und gaben ihre Energie. Manchmal bei den Indianern, sie singen dann ihre Kraftlieder. Und dann, da gibt es immer wieder Berichte, dann, wenn er das vermochte, den Krankheitsgeist herauszutrommeln, locker zu machen und herauszusaugen, dann hatte er manchmal den Krankheits- oder oft den Krankheitsgeist im Arm, biss ihn zwischen den Zähnen und zeigte ihn vor. Und da war ein kleines, blutiges Würmlein, das ist es. Ja, Ethnologen, die gucken sich das an, zeigen sie das mal her, ja. Das ist nichts als ein Flaum von so einer weiche Feder. Die hatte er wahrscheinlich versteckt im Gaumen, hat sich auf die Wange gebissen und dann so ein blutiges Würmlein herausgezogen. Das ist so Schummelei, aber es ist nicht. Es ist nur ein Sichtbarmachen, einfach Sichtbarmachen. Schaut, ich habe es. Und diese Würmlein, das sagte noch Paracelsus, diese Würmlein klein, sagte er, ohne Haut und Bein, ohne Korpus und Substanz, das heißt ohne Körper und Substanz, die sind Geister. Man kann keine Krankheitsgeister töten, man kann sie nicht zu Geistern machen, denn die sind schon Geister. Man muss sie deshalb entsorgen. Und wie entsorgt man so einen Krankheitsgeist? Man hat ihn traditionell in unserem Kulturkreis, der ist Kulturkreis sehr weit gefasst, die Waldvölker Europas, also von den Kelten bis zu den Slawen und jenseits, da wurde der Krankheitsgeist entweder in einen Baum getan, denn Bäume sind eigentlich so etwas wie Menschen, aber sie sind halt Bäume. Die Menschen kamen aus den Bäumen in diesen Kulturen, wisst ihr ja. Und oder auf den Hofholunder. Du warst auf den Hofholunder gehängt. Und wenn ihr unter dem Hofholunder euch mal hinsetzt, dann merkt ihr, es zieht nach unten. Es zieht nach unten und es zieht die Krankheitsgeister nach unten. Das ist sichtbar in der geistigen Welt. Wenn ihr es sichtbar in dieser Welt seht, dann seid ihr entweder halluziniert oder der Hirnstoffwechsel funktioniert nicht mehr so gut. Aber auf einer anderen Ebene, es ist das Wahrnehmen der Innenseite der Phänomene. Und das spielte eine ganz wichtige Rolle bei den Heilsachen. Und da wurden auch Heillieder gesungen. Und dann, das war die eine Seite, dass man den Zauber, dass man ändert. Und die andere Sache war, dass man mit Kräutern und Wurzeln vor allem und Rinden ausheilte. Die Wurzeln und Rinden, die Pflanzen wurden als Wesenheiten gesehen und die wurden angesprochen und gebeten zu helfen. Also der älteste Spruch, den wir kennen, ist das von Beifuß. Und du Beifuß, älteste der Wurzel, das heißt älteste der Heilpflanzen. Das heißt im angelsächsischen Laknunga oder
angelsächsischen Heilkräuter singen. Älteste der Wurzel, Anu oder Una ist dein Name. Das ist die Ahnen, die Älteste. Nach Osten offen, nach innen mächtig. Du hast Macht gegen Gift und gegen Ansteckung und gegen das Leid, das über das Land dahinfährt. So hat man sie angesprochen und nahegebracht, das Wesen der Pflanze. Und dann hat man mit der Pflanze geheilt. Und man konnte entweder Salbe draus kochen oder Auflagen machen. Oder was am beliebtesten war, in diesen Waldkulturen, einen Tee zu machen, einen Aufguss. Und dieser Aufguss, macht auch empirisch Sinn. Wie wir sagen, es löst bestimmte Wirkstoffe und dieser wurde dreimal am Tag getrunken. Das ist kulturspezifisch. Ich kenne, in anderen Kulturen wird ein Tee nicht dreimal am Tag getrunken. Ich war jetzt letztes Jahr in China und habe mich mit der Heilkräuter-Tee-Kultur befasst. Das Wort Tee ist ja ein Lehnwort aus dem Chinesischen, aus dem Mandarin, Tee. Deswegen heißt es im Englischen Tea und ich glaube auch im Holländischen Tee und so weiter, also Tee. Und im südchinesischen Dialekt heißt es Cha oder Chai. Und deswegen heißt Tee in Indien Chai, weil die Inder kannten Tees nicht in dem Sinn. Und in Russland heißt es auch Chai, soweit ich weiß. Ja, und Indien ist so die Teekultur überhaupt mit heilenden Tees. Und der beliebteste Kräutertee ist natürlich der grüne Tee. Das ist, was wir Tee nennen. Das ist dass wir so einen Schwarztee haben, das geht auf die Raffinesse der Händler zurück. Denn als die britischen Seeleute dahin kamen und haben da gehandelt und getauscht, weil die Chinesen wollten nichts, die waren selbst die brauchten keine Importware, aber man hat sie sehr clever mit Opium beliefert und sie süchtig gemacht und dann gab es Handel. Und aber auf jeden Fall eine Ladung, der erste Ladung der Tees auf dem Weg nach Europa, nach London, wurde nass und da fingen an die Teeblätter zu fermentieren. Und dann kamen sie an und sagten, ja, sieht zwar fermentiert aus, aber so trinken das die Chinesen. Und so kamen wir auf den Gedanken von Schwarztee. In China kennt man keinen Schwarztee, das ist der grüne Tee und das ist einer der wichtigsten Kräutertees, aber nur einer. China ist die Heilkräutertee-Kultur an sich. Und da ist eine ganz, ganz andere Teekultur. Man trinkt den Tee nicht gegen eine Krankheit, nicht gegen, sondern um Harmonie zu halten und um sich Energien, die man fürs Leben braucht, zuzufügen. Das mit der Akupunktur, das bewegt nur die vorhandenen Energien, aber die Pflanze bringt neue Energien herein. Und je nach der Wetter oder Gesundheitslage nimmt man diese oder jenen Tee. Und da wird meistens, am Morgen, die Teekräuter werden erstmal heiß gewaschen und dann das Wasser weggegossen. Und dann wird's aufgebrüht und da gibt's ein kleines Ritual, wo man mit so einer umgestülpten Tasse den Duft auffängt und erstmal die feine Essenz aufnimmt. Und dann kommt der Tee in eine Thermoskanne oder Topf und man trinkt den Tee den ganzen Tag lang. Und da sieht man, ob das nun Busfahrer sind, Händler oder Taxifahrer oder was. Immer ist da eine kleine Teekanne und dann trinken sie immer wieder. Und wenn der Tee aus ist, dann wird nochmal heiß nachgebrüht, dieselben Teeblätter. Und das sind und so wird Tee getrunken. So machen wir das nicht. Das ist kulturspezifisch. Was bei uns
gemacht wird. Wir trinken traditionell drei Tassen, dreimal, also eine Tasse dreimal am Tag. Und das fängt an, und das hängt damit zusammen, mit dem kulturspezifischen Weltbild. Denn für diese Kulturen hier, für die Waldvölker besonders, aber überhaupt für Europa, da galt für die indoeuropäischen Völker, aber auch die vorhergehenden, da galt die Zeit als ein großer Kreis. Bei den Germanen und Kelten war das Jahr galt als ein Rad. Und das Rad hat vier Speichen. Und das sind die Kardinalpunkte. Das sind die im Jahr. Das ist die Frühlings- und Herbsttag-Nachtgleiche. Sommersonnenwende, Wintersonnenwende und dann bei den Kelten, und ich glaube, das geht noch früher zurück, das haben die Kelten von den Megalith-Leuten übernommen, die Zwischentage. Das ist so Februar, es war wahrscheinlich der Februar, oder es war der Februar-Vollmond, dann der Mai-Vollmond, das sind also bewegliche Tage. Die Hauptspeichen sind feste Tage, dann der August-Vollmond und dann der November, den wir heutzutage wieder entdecken, nicht nur als aller Seelen, aller Heiligen, sondern inzwischen als Halloween. Halloween ist altenglisch und heißt Holy Evening, das heißt der heilige Abend. Im Christentum wurde es übernommen als Martinszeit. Und da ging man mit Lämplein herum und dann zu der Zeit kamen die Toten raus. Aber das waren so, das Jahr war ein Rad mit acht Speichen und vier Hauptspeichen, vier Kardinalpunkte. Und genauso der Tag, der fing an mit Sonnenaufgang, gegenüber war der Sonnenuntergang. Dann gibt es der Mittag, der echte Mittag. Das ist die Menschen Herren der Zeit wurden und es Sonnen- und Sommer- und Winterzeit einführten. Und dann echte Mitternacht, die wirklich die echte Mitternacht ist, wo die Sonne am Nadir ist. Und dieses Bild ist eigentlich ein Kreuz mit einem Rad. Das ist ein Urbild, das geht da zurück in die Megalith-Zeiten, dieses Radkreuz. Wir kennen das auch als keltisches Kreuz oder slawisches Kreuz. Und das ist eines der Ursymbole. Es symbolisiert die Zusammenhänge in der Welt. Das Heilen ist immer verbunden mit den Urelementen oder den wichtigsten Elementen der Kultur. Und deswegen hat man eine Tasse Tee am Morgen, eine mittags und eine abends getrunken. Mitternacht nicht, denn Mitternacht, da sind unruhige Geister unterwegs. Und auch das kennt man anderswo weniger, die Idee von einer Schale oder einer Tasse. Tee, das bedeutete für die hiesigen Völker, bedeutete die Schale oder die Tasse mit dem Wasser ist das weibliche Element. Und das Feuer, das Wasser erhitzt, ist das männliche Element. Feuer und Wasser waren die großen Gegensätze in dieser Kultur. Feuer und Wasser, es fing an, das Leben fing an aus, nicht nur aus dem wässrigen Schoß, sondern das allererste, was gemacht wurde, nachdem das Kindlein geboren war, bekam es eine Wasserweihe. Und es wurde mit dem Wasser besprengt und so mit dem Lebensgeist verbunden. Das war so fest drin, dass die Kirche das als Taufe dann belegte. Denn die ursprüngliche Taufe in der Bibel war was ganz anderes. Das ist ein Erwachsener, das ist der Jesus als Erwachsener, der untergetaucht wird im Wasser. Das ist wie eine Nahtoderfahrung, die Vision in die andere Welt öffnet. Und das ist was ganz anderes, als wie einem Kindlein Wasser zu sprenkeln. Das kommt aus dieser Kultur. Der
Am Lebensende, sehr oft in verschiedenen Phasen, war es so, dass die Toten verbrannt oder eingeäschert wurden. Also Anfang ist Wasser, Ende ist Feuer. Oder auch die Schöpfung selber, die fand statt in der germanischen Sage. Da hat man das Feuerreich auf der einen Seite und das Wasserreich und das Eisreich auf der anderen. Das ist gefrorenes Wasser. Und wo die beiden zusammenkommen, wo sich diese Dynamik trifft, da entwickeln sich Wolken, die verdichten und die werden zu der Materie, so in der nordischen Sage. Und diese Materie ist der Urriese, das ist der Riese, das ist der Riese Bor, der Urriese. Und natürlich, damit er was zu essen hat, kam auch die Urkuh mit dazu. Und er wurde dann geschlachtet von seinen drei Enkelsöhnen und aus seinen Knochen wurden die Felsen, aus seinem Blut wurden die Flüsse und das Meer, aus den Haaren auf seinem Körper wurden die Wälder, aus seinen Flöhen und Läusen wurden die Tiere, aus seinem Hirn wurden die Wolken und so weiter. Das sind so Imaginationen. Was dahinter steht, ist, dass die Schöpfung ein Götteropfer ist. Aber was davor war, war Feuer und Wasser. Und wenn man heilt, geht man immer zurück zu den Ursprüngen. Man ging zum Feuer und Wasser zurück. Und deswegen die Schale, das ist ein Motiv, das sich in unserer Kultur weiterträgt, die Schale und das Feuer. Das geht bis in die Gralslegende der Kelten. Und das wurde dann ins Christentum übertragen. Der heilige Gral mit dem Blut des Heilands und dann der Speer. Und wenn die in der Gralslegende, wenn die zusammen sind, wenn Feuer und Wasser zusammen sind, wenn Kelch und Speer zusammen sind, dann ist Heil. Dann sind die Dinge heil. Wenn sie auseinander sind oder gebrochen sind, dann wird das Land verwüstet. Das haben die Kelten gesagt. T.S. Eliot hat da so ein Gedicht geschrieben, The Wasteland, die heutige Zeit, wo das Männliche und Weibliche, der Gral und der Speer nicht mehr zusammen sind. Und die Gralsritter, die edlen Gralsritter, die sind eigentlich andersweltliche Ritter, die suchen den verlorenen Gral oder Speer und bringen es wieder zu Montsalvatge, also der Berg des Heils. So, das ist die mittelalterliche Version einer ururalten, eines Urbildes. Das spielt alles in der Heilung mit. Deswegen am Morgen trinkt man die Tasse mit Kräutertee, Feuer und Wasser und dann die spezifische Information des Heilkrautes. Am Morgen, wenn die Sonne aufgeht, da auf einmal kommt das neue Licht, ist eine heilige Stunde, haben wir fast vergessen. Dann bei uns dann klingelt der Wecker und oh Scheiße, jetzt muss ich los und so. Und dann ab in die Dusche und oh, das ist zu heiß. Boah, Mann. Dann die Männer, Frauen, ist das erspart, das Rasieren. Das ist ja auch so eine schlimme Sache da mit Rasierapparat. Und dann muss man schon das richtige Gesicht dazu machen. Dann, um in Gang zu kommen, Kaffee trinken und Bildzeitung lesen, damit man so richtig positiv aufgeladen ist. Und vielleicht auch, damit man den Partner nicht sieht, der nämlich genauso in schlechter Verfassung ist und dann rein in den Stau. Oh Mann, und die Uhr und so weiter. Gell? Es ist nicht mehr eine heilige Zeit für viele heutzutage, aber eins war es eine heilige Zeit. Da hat man die Sonne begrüßt. Da kam die Sonne wie so für die Indoeuropäer, wie so ein Held, der die Dunkelheit besiegt mit seiner Quadriga, mit seinen Pferden oder in den Nordkulturen bei den Germanen und Balten und Sibirien. Da ist es die wunderschöne Frau Sonne, die Fenster öffnet oder die erscheint und scheint und segnet und alle Pflanzen
sind dann mit Tau benetzt und stehen wunderbar da. Und die Vögel singen, die singen für uns, wir wissen inzwischen, dass die singen nur, um ihre Territorien zu verteidigen. Aber damals hat man das anders gesehen. Sie singen, also von der Kraft der Sonne. Ah, und sie jubeln der Sonne entgegen. Das ist zwischen Tag und Nacht. In dieser magischen Zwischenzeit ist die Zeit, die erste Schale mit dem heilenden Tee zu trinken. Und dann kommt Mittag. Und Mittag scheidet sich der Tag. Das aufsteigende Tag und absteigende Tag. Das ist, das war für die, diese Völker, für die Kelten ganz besonders, war es auch eine Zwischenzeit, in der das Göttliche sehr stark wirksam ist. Wenn es da Ärger gab mit einem Nachbardorf oder Nachbarstamm, da haben sie ihre stärksten Recken raus, wenn die Schatten am kürzesten sind, herausgerufen. Die standen einander gegenüber und mussten kämpfen. Wer gewann, das war ein Gottesurteil in dieser magischen Zeit. Das nannte man, das nennt man im Englischen High Noon. Das findet man noch immer in den Western-Filmen, wo zwei Cowboys einander gegenüberstehen. Wenn die Sonne am höchsten Punkt ist und die Schatten am kürzesten, dann trinkt man die zweite Schale mit Heiltee, ehe man isst. Und dann am Nachmittag, am Abend, wenn die Sonne untergeht, man legt das Tagwerk beiseite, die Werkzeuge. Das war für diese Völker auch ganz wichtig. Man bereitete sich vor auf die Reise in die Nachtwelt, auf die Reise in die Welt des Schlafs, in die Begegnung mit den Geistern, den Ahnen, den Engeln. Und das war anders. Heute schauen wir Fernsehen und so weiter und saufen uns zu, um herunterzukommen von dem täglichen Stress. Aber manchmal hat man damals auch noch ein bisschen Hausmusik gemacht oder das Feuer angeschaut. Das Feuer ist eigentlich das erste Fernsehen. Feuer begleitet die Menschen seit 1,5 Millionen Jahren, wahrscheinlich noch länger. Und das war immer der Mittelpunkt. Der lateinische Wort für Feuer ist Focus. Und Focus ist die Feuerstelle. Und rundherum, das war der Kreis der Familie oder der Sippe oder des kleinen Stammes, sie saßen rundherum ums Feuer. So klang der Abend aus. Der Morgen fing meistens an, auch bei den hiesigen Völkern, fing an, indem man sich mit Wasser, kaltem Wasser, einfach wusch, das gehörte dazu. Dreimal so Katzenwäsche, sagen auch die Römer, wie die Nordvölker am Morgen stehen, die auf. Ein arabischer Forscher traf auf Wikinger an der Wolga, Ibn Fadlan hieß der. Der sagte, die waren so stark und wild, fast wie Tiere, stanken wie Esel. Und am Morgen, anstatt wie man es in Arabien, sich schön waschen und so und parfümieren, nix. Die haben einfach eine Schale Wasser genommen, haben sich da dreimal das Gesicht gewaschen und noch reingerotzt und dann die Schale weitergegeben, also die Schüssel. Aber das ist wieder das Motiv Feuer und Wasser. Morgen mit Wasser und am Abend sitzt man noch beim Feuer. Das sind so Urbilder, die da wirken. Und in der Zeit am Abend, zwischen Tag und Nacht, trinkt man die dritte Schale. Das ist dieser Tageskreis mit dem Kreuz. Mitternacht ist die nächste wichtige Zeit. Aber Mitternacht sind die unguten Geister unterwegs. Da steht man nicht auf und trinkt. Drei genügt. Drei ist sowieso eine heilige Zahl. Mitternacht, das wäre nicht gut. Denn um Mitternacht sind Geister unterwegs, kennt ihr wahrscheinlich auch. Mitternacht und nach Mitternacht, deswegen hat man nie Ratssitzungen oder Tings gehalten nach Mitternacht.
weil da die Inspirationen nicht mehr gut sind. Und da werden Entscheidungen getroffen, die verheerend sind für Familie oder Stamm. Deswegen 3 Tassen dreimal am Tag und mit Kräutertee. Das ist kulturspezifisch für uns und geht bis in die Megali-Zeit zurück. Ist ganz anders als die chinesische Teekultur und schon ganz anders als das, was ich von den Indianern kenne. Die Indianer, die haben keine Tees wie wir, die brauen keine Tees auf. Wenn sie das machen, dann haben sie es von Europäern oder Nordwesteuropäern gelernt. Was die machen ist, sie holen sich die Pflanze, als gehen sie auf Jagd. Sie gehen in die Meditation, verbinden sich mit dem Pflanzengeist, kriegen die Erlaubnis. Genauso wie wenn sie Büffel oder Rehe jagen würden. Und dann machen sie eine zeremonielle Jagd, indem sie die Pflanze 4-mal umkreisen mit dem Grabstock. Und dann beim 5. Mal geht es in die entgegengesetzte Richtung, das ist die Todesrichtung, im Gegensatz zu dem Kreisen der Sonne. Und dann hauen sie rein mit und töten die Pflanze. Es ist ihnen gegeben worden. Dann wird die Pflanze behandelt wie ein erlegtes Tier. Sie wird auf Beifuß gelegt, so bei den Prärie-Indianern in Cheyenne zum Beispiel, auf Beifuß gelegt. Genauso wie man ein gejagtes Tier ehrt, indem man es auf Beifuß, das ist Prairie Sage, legt. Und dann wird bei Bedarf, und man sammelt ihn nur bei Bedarf, dann wird ein Sud gekocht. Und dieser Sud wird getrunken, einmal oder mehrmals und nicht 3-mal am Tag. Und wird auch nicht nur aufgebrüht, sondern wird gekocht. Ich habe die Indianer gefragt, ja, warum werden die gekocht? Ja, das ist wie, um die Essenz rauszukriegen. Das ist wie, wenn man Knochen, die muss man kochen, damit man das Mark rauskriegt. Das ist eine ganz andere Anschauungsweise, ein anderes Weltbild. Und so hat jede Kultur ihr Weltbild und wir haben unseres hier. Und das ist ein anderes auch, als wie das, was die Missionare uns gebracht haben. Das haben wir einfach weitergemacht, das einfache Volk, und hat sich nicht an die Klosterregeln gehalten. Und so gibt es eine Art medizinischer Urgrund, der noch weiter wirkt in der Volksheilkunde. Und immer wieder kommt mal jemand hervor, wie Maria Treben oder so, die dieses Urwissen weiterführen. Das Urwissen geht bis in die jüngere Steinzeit, in die Megalithkultur zurück. Also diese Einteilung mit dem Jahresrad. Aber sie liegt noch viel tiefer. Und zwar liegt sie in der Altsteinzeit, als die Gletscher weggingen und die Menschen waren Großwildjäger in der Mammutsteppe. Als es wollige Nashörner gab und Rentiere und Mammutelefanten und dergleichen. Und das haben die Menschen immer, da hatten sie schon Hunde übrigens. Das hat man jetzt erst herausgefunden in Premoshti, in Mähren. Gibt es Ausgrabungen und da haben die Archäologen mit Untersuchung der Isotopen haben sie Hundeknochen gefunden und Menschenknochen zusammen, die hatten Jagdhunde. Und da haben sie aus den Knochen herausgefunden, dass die Hauptnahrung der Menschen waren Mammutelefanten. Das muss wunderbar geschmeckt haben. Die Hunde, denen haben sie die weniger schmackhaften Rentierfleisch gefüttert. Das ist Hundeleben, gell? Und man muss sich vorstellen, wie diese Völker erstmal lebten. Da war noch kein Wald. Die ersten Pflanzen, die besiedelten, waren lichtliebende Pflanzen. Sehr wichtig war zum Beispiel der Beifuß. Das ist einer der Erstbesiedler,
neben verschiedenen Sägen, Gräsern und so weiter, ist es einer der Erstbesiedler in der Nacheiszeit. Und der Beifuß spielt also in unserer Heilkunde eine lange Rolle zu der Zeit, als die Gletscher noch waren und auf den Rückzug waren. Da gab es eine Verbindung nach Nordamerika, eine Landbrücke. Und die eiszeitlichen Großwildjäger, das war eine paläolithische Kultur, die hatten ganz ähnliche Arten und Weisen zu leben und zu überleben. Vom Atlantik durch Russland, Sibirien bis in die neue Welt. Und sie benutzten die Pflanzen, die eben da waren. Zum Beispiel den Beifuß und den Wacholder. Das ist auch eine Pionierpflanze, die noch immer, man sieht es auf der Schwäbischen Alb, sie ist lichtliebend ist eine der ersten Pflanzen. Und Zwergbirke und solche Sachen wuchsen da. Das sind, zu denen gehören und ja, Beeren, Trauben, Blätter und da gibt es eine ganze Liste von Pflanzen, die diese Menschen benutzten als Heilmittel. Das weiß man. Und der Beifuß, habe ich gesagt, spielt eine ganz wichtige Rolle. Der Beifuß ist erst einmal eine gynäkologische Pflanze. Sie wurde zur, also zur Hilfe bei Geburt. Unsere Hebammen wussten damals noch, wie man die den Beifuß einsetzt, um, sagen wir mal, stockende Wehen, wenn es zu lange dauerte, um die Wehen zu beschleunigen, um den Mutterkuchen zu lösen oder bei drohender Steißgeburt vorher, um das Kindlein zu drehen. Das machen die Chinesen immer noch damit. Um in bestimmten Phasen eine verspätete Menstruation anzuregen und so weiter. Zu anderen Zeiten war es auch eine Schamanenpflanze, denn wenn ihr den Beifuß nehmt jetzt, wenn ihr Beifuß findet und zerreibt die Blüten, das hat so einen kampferartigen Duft und ihr merkt, es öffnet. Und es öffnet den Geist. Die Indianer sagen, Beifuß öffnet zu geistigen Dimensionen. Und der Beifuß wurde als Schamanenkraut genommen, als Weihung, um sich dem Geistwesen zu öffnen. In der Mammutsteppe, der wärmste und sicherste Ort für Frauen, wenn sie Kinder geboren hatten, war in der Schwitzhütte überhaupt. Die Schwitzhütte ist eines der ältesten, das Hyperthermie würden wir es nennen, ist eines der ältesten Heilmethoden. Hyperthermie heißt Überhitzungstherapie. Heutzutage würden wir sagen, die Überhitzung lässt den Schweiß fließen. Holunderblüte gab es damals auch schon. Es gab es schon in der Mammutsteppe. Und zwar ist der Holunder angepasst an Orte, wo sich das Großwild, also die Mammuts und Büffel, vor allem Mammuts, aufhielten und den Boden gut gedüngt hatten. Und das ist ist natürliche Biotop für den Holunder. Und die haben wahrscheinlich schon, wie die Indianer und zum Teil die Sibirier, Holunderblütentee getrunken, um das Schwitzen zu unterstützen. Und was es macht, es treibt die Schlacken aus dem Körper, es reinigt die Harnsäuren und so weiter. Es treibt die Schlacken aus dem Körper und dann das abwechselnde Schwitzen, herausspringen in den Schnee oder in einen Fluss, regt den Kreislauf, Herzschlag, Herz an, öffnet die Poren und die Hitze dämpft oder tötet zum Teil die Bakterien. Also es ist eines der ganz noch immer und inzwischen wiederentdeckt, eines der besten Heilmethoden. Geht auf die Steinzeit zurück. Und das ist so mindestens 20.000 Jahre. Und das haben die Indianer mitgenommen in die neue Welt und kommt jetzt als Schwitzhütte wieder zurück. Sie haben die ursprünglichste Form mitgenommen von der Schwitzhütte. Und die Schwitzhütte symbolisierte den Bauch der großen Erdgöttin,
Aber es war, ist nicht eine Matriarchie, das man damals hatte, sondern zur Erdgöttin gehörte auch der meistens der Hörnertragende, ein hörnertragendes Tier, ein großes Stier oder bei uns dann später ein Hirsch als ganz heiliges Tier. Denn für die Jäger und Sammler, für die Naturvölker bestand die Welt immer aus zwei Polare, männlich und weiblich, gehörten zusammen. Auf jeden Fall, in die Schwitzhütte war wie der Bauch der Urgöttin. Und da krochen dann die Kranken hinein und wie in Rückkehr in den Bauch und schwitzten ihre Krankheiten heraus. Und dann der Eingang war wie die Scheide der dieser Urgöttin und das Weidengestrüpp, das dann mit Fellen überdeckt war, also nicht gestrüpp, die Weidenzweige, die Äste, die waren zusammengebunden, wo sie zusammengebunden waren, bei den Indianern meistens Nord-Süd, stellt das Rückgrat des Büffels oder dieser Büffelkuh dar. Und die Stäbe selber, die Rippen, also man, es ist so ein Wiedergeburtsritual. Es wurde ausgelegt mit Beifuß und der Duft des Beifußes, sage ich, öffnet und dann die extreme Hitze, da kommt das normale Denken, der normale Verstand einfach nicht mit bei dieser extremen Hitze und fängt an, würden wir sagen, zu halluzinieren. Was Sie sagen, die Naturvölker und die Inder würden das auch sagen oder die Indianer auch, ist, dass der Vorhang, der die göttlich-geistige Dimension von uns trennt, der schmilzt weg. Es wird langsam sichtbar, was dahinter ist. Und die Ahnen kommen und die Götter kommen und sie erscheinen. Sie sind es, die Heilung bewirken. Also das ist ganz alt und auch der Gebrauch des Holunders. Und das Wissen der Heilpflanzen, also die Heilpflanzen, die in der Eiszeitsteppe verwendet werden, sind immer noch die wichtigsten Heilpflanzen, die wir haben. Und es sind auch die wichtigsten Heilpflanzen der nordamerikanischen Indianer. Die haben das Wissen mitgenommen. Obwohl dort in Nordamerika gibt es dreimal so viel Pflanzen als wie hier. Warum das? Weil hier die Eiszeit hat einfach die Pflanzen nach Süden gedrängt und plötzlich standen sie mit Rücken zur Wand an den Alpen. Einige wenige haben es um die Alpen herum geschafft und dann standen sie mit den Rücken zur Wand an dem Mittelmeer. Oder sie kamen bis an die Pyrenäen oder sie kamen bis an die transsilvanischen Alpen. Und so haben wir mindestens 100 Gattungen und tausende Arten verloren. In Amerika gibt es, weil da die Berge Nord-Süd laufen, da konnten die Pflanzen wirklich ausweichen bis Mexiko und dann wieder besiedeln, als die Eiszeiten vorbei waren. Das konnten unsere nicht. Und obwohl es so viel mehr Pflanzen in Nordamerika gibt, benutzen die Indianer noch immer, vor allem diejenigen, die sie damals schon, ehe sie nach Amerika kamen, über die Beringstraße kannten und mitgebracht haben. Genauso wie sie die Schamanen trommeln und sagen und das Sommerzelt, was wir als Tipi kennen und so weiter. Die haben ja ihre ganze Kultur mitgebracht. Und das ist das Interessante bei den Indianern. Sie erinnern uns und zeigen uns, was unsere steinzeitlichen Vorfahren wussten und kannten, auch was die Heilpraktiken betrifft. Uff, ich muss hier eine Pause machen, ich kriege da ein Signal. Gut, dann machen wir eine Pause von 20 Minuten. Dankeschön. Also es ist ein unendliches Thema, gell?
Ich habe nur so nebenbei erwähnt die Meisterworts. Bei den Germanen, also das sind die Engländer, Skandinavier, Deutsche, Holländer und so weiter, da wurden die richtigen starken Heilpflanzen immer Wurz genannt. Und egal, ob man da die Blätter nahm, wie bei der Goldwurz, das ist Schöllkraut, oder Engelwurz, ja, da benutzt man eigentlich auch alles. Wurz heißt einfach Heilpflanze. Und Wurz ist, dass jemand hat ja gesagt, dass die Krankheitsgeister, so ähnlich wie Würmlein klein ohne Haut und Bein, die verkriechen sich im Körper und machen Schmerzen und dergleichen und saugen die Lebensenergie heraus. Und der Heiler musste oder die Heilerin musste hellsichtig sein und diese Wurzeln finden. Ich habe gesagt, das ist universal. Ich kenne das in Nepal, die Schamanen dort, die haben Hilfsgeister, hat jeder Schamane. Hilfsgeister, das sind wie die Sinne erweitern. Bei den Nepalesen sind die Hilfsgeister sehr oft Wildschweine. Und ein Wildschwein kann gut in die Tiefen gehen und die Ursachen der Würmer finden. So. Da gehen sie hinein und suchen und der Patient liegt da. Und manchmal ist es sogar, und das finde ich sehr, sehr interessant, gibt es Echos in der Natur. Da kommt tatsächlich, da sieht man Wildschweine im Gebüsch. Und dann eben wird der Wurm herausgeholt, habe ich schon gesagt. Aber das Wort ist auch etwas, was aus den Tiefen sich herauswindet. Das ist der Name Wurz, Urz und Wort, Ort und Wurm. Das heißt, aus dem Verborgenen heraus oder hereindrehend. Übrigens das Wort Wurst ist auch verwandt damit. Und Wirtel und das Ur, das Schicksal, das quält aus dem Urbrunnen heraus. Es kommt nicht wupp, sondern es kommt so gewunden. Ur, der Wurm windet und das Wort windet aus der Seele der Heilerin oder des Heilers und kann hineinwinden in das Dunkle. Und kann Dinge bewegen. Und genauso die Wurzel, die wächst ja hinein in die Tiefen und bringt das Licht hinab in diese Tiefen. Und deswegen heilt man mit Wort und Wurz und findet den Wurm. Das sind so Urbegriffe, die eben in kulturspezifischen Heilen bei den Waldvölkern und auch bei unseren Ahnen, egal ob das Kelten, Slawen, Balten oder Germanen sind. Das sind so Urbegriffe. Es ist so, dass, und warum ist das wichtig? Warum nehmen wir nicht einfach chinesische Medizin? Wirkt doch auch. Oder Ayurveda, weil das wirkt auch, klar, aber es hat nicht diese tiefe Resonanz mit unseren Seelen. Es ist so, die Ahnen leben ja noch in uns und die leben noch mit in uns und sie geraten in Resonanz, wenn sie die Dinge kennen. Das kenne ich auch von den Indianern, die sagen, ja, bei den Heilzeremonien verwenden wir Tabak. Tabak, die locken, die kennen das auch mit den Würmern, die unsichtbaren Krankheitswürmer, die locken die Würmer heraus mit Tabak. Und sie sagen, ja, das Tabak macht süchtig und es bringt auch die Ahnen, denn die kannten Tabak seit eh und je. Unsere Ahnen kennen Tabak nicht. Ich denke, ja, komm, einige schon, aber nicht bis in die steinzeitlichen Tiefe, na, das nicht. Und es ist gut, da sagte mal Serge Skolovin, das ist ein Schweizer Schriftsteller gewesen, er sagte,
Die Rezepte, die in einer Familie weitergegeben wurden und vielleicht in einer krachligen Schrift irgendwann vor ein paar hundert Jahren aufgeschrieben wurden, die heilen, die helfen immer noch am besten, weil es eben diese Resonanz gibt. Oder man würde heute sagen, ein morphogenetisches Feld hat sich aufgebaut. Und wir haben morphogenetische Felder, die, was das Heilen betrifft, das geht nicht nur in die frühe Bauernkultur zurück, sondern, wie ich vorhin so andeutete ein bisschen, das geht ja bis in die alte Steinzeit zurück. Und ich glaube, deswegen ist Indianer und Winnetou, die ganze Romantik ist für uns so faszinierend, viel faszinierender als wie, sagen wir mal, afrikanische Traditionen oder australische und so weiter. Und das ist, weil es eine Resonanz mit uns hat. Kinder spielen gerne Indianer oder spielten gerne Indianer und so weiter. Das ist, weil es eine Resonanz mit unseren eigenen altsteinzeitlichen Vorfahren hat. Unsere Vorfahren in der Eiszeit, Mammutsteppe, lebten auch in Tipis zum Beispiel. Das sind Sommer-Tipis. Woher wissen wir das? Gehen die Archäologen etwa auf Zeitreisen? Nee, die machen ganz sorgfältige Arbeit. Die finden vielleicht irgendwo Andeutungen. Manchmal ist es richtig hellfühlig, wie die vorgehen. Finden Andeutungen. Hier war ein Lagerplatz. Es war dann ganz sauber ausgelegt. Und dann sieht man, da sind Verfärbungen hier, hier, hier im Kreis. Da waren mal Stecken drin. Und diese Stecken haben einen bestimmten Winkel und die kommen zusammen. Da ist noch Kohle. Und dann sieht man, dass es Tipis gab in der Eiszeitsteppe in der Nähe von Hamburg. Das sind harte empirische Fakten, wenn man so will. Und in Frankreich hat man auch solche Sachen gefunden. Und wenn man so die Heilkunde vergleicht, von Europa über Russland, Sibirien bis in die Neue Welt, zum Teil südlich bis ins Himalaya, dann sieht man Übereinstimmungen, die einerseits beruhen sie auf der Tatsache, dass wir mehr oder weniger Waldvölker waren, aber noch mehr, weil man diese Heilmittel oder diese Muster, dass die einfach so alt sind und dass wir die teilten miteinander. Ja, gibt es da noch Fragen? Ach so, ich habe die Frage nicht beantwortet. mit der Meisterwurz. Die Meisterwurz ist ein Doldengewächs mit einer hocharomatischen Wurzel und natürlicherweise wächst sie so ab 1500 Meter. Und an einigen Stellen habe ich sie niedriger gefunden, also wo ich bin, ist nicht ganz so hoch, aber da wächst sie auch. Und die ist mir so wichtig, dass ich sie nicht für jedes kleine Wehwehchen verwende. Es gibt genügend Heilpflanzen. Es gibt, also angefangen mit dem Holunder, der eine super Heilpflanze ist. Und schweißtreibend, der Tee. Und immunstärkend, sehr stark immunstärkend. Andere Heilpflanze, die wir auch seit der alten Steinzeit kennen, seit der Eiszeit, ist die Garbe, die Schafgarbe. Und das Wort gar heißt vollkommen, heil, komplett. Das heißt eigentlich die Heilpflanze, im Englischen yarrow. Yarrow ist dasselbe Wort wie gar, yar, yarrow. Und das wurde verwendet schon in der Steinzeit für wundheilend, ist eines der allerbesten wundheilenden Kräuter. Es hat ätherische Öle, die keimhemmend sind und hat Gerbstoffe, die die Wunde zusammenziehen und entwässern, sodass eine klaffende Wunde so wie magisch wie über Nacht zugeht.
Dann hat es Bitterstoffe. Wenn man es innerlich nimmt, ist es gut für die Leber, für die Verdauung. Es hat das ätherische Blauöl Azulen, das auch in der Kamille zu finden ist. Ist wundheilend. Es wirkt auch darmspezifisch bei Darmerkrankungen, Colitis und Darmentzündungen. Bei allen Wunden heilt es. Es hat eine antivirale Wirkung, die Schafgarbe. Es ist eine ganz, ganz wunderbare Heilpflanze und die hat gewirkt. Und die hat seit mindestens 20.000 Jahren, ist sie belegt und hat gewirkt. Auch das Wissen haben die Indianer mitgenommen. Und es ist, die Schafgarbe ist in Nordamerika, wo sie auch wächst, das nennt man die zirkumpolaren Pflanzen. In Nordamerika ist sie für die nordamerikanischen Indianer die wichtigste aller Heilpflanzen. So wie bei uns, mehr oder weniger bis jetzt war es die Kamille, die eigentlich die wichtigste Pflanze war. Deswegen heißt es, man kann fast alles heilen mit Kamillen, wenn man gut umgeht damit. Kamille statt Pille ist ein Sprichwort. Und ich habe ein kleines Büchlein, 500 Rezepte mit Kamille für alles Mögliche. Und das ist keine Fantasie, das geht, das ist Erfahrungswissen, das ist Ahnenwissen. Wenn man mit den Ahnen in Verbindung steht, dann kriegt man auch die richtigen Ahnungen. Man muss nur offen sein. Aber wir werden alle geschult, Angst zu haben. Es wird uns das schlimmste Szenario, der größte GAU, Gesundheitsgau dargestellt und dann kriegen wir Angst und liefern uns sozusagen dem Diktat der Pharmaindustrie aus. Das muss jeder entscheiden. Ich sage nicht, dass sie auf einmal nur Kräuter macht. Man muss nämlich wissen, und dieses Wissen um Kräuter wurde lange unterdrückt. Angefangen, wie ich am Anfang sagte, schon von der Kirche, weil das nicht richtig christlich war. Und dann im Mittelalter kam es, langsam wurden die Pflanzen wieder hineingenommen und wurden wieder integriert in das christliche Weltbild. Schafgarbe zum Beispiel. Richtige Hexen- und Heidenpflanze. Aber dann, da das Volk einfach nicht davon ließ und anstatt zu den Klöstern zu gehen und eine ordentliche Klosterpflanze oder Weihwasser zu nehmen, sind sie zu dieser alten Kräuterhex gegangen und haben immer noch Schafgarbe geholt. Und die hat damit geheilt. Was macht man da als Repräsentant des herrschenden Weltbildes? Ja, man knickt ein und muss eben die Schafgarbe hineinnehmen in das dominante Weltbild und sagen: Tja, es ist die Schafgarbe, als Josef, der Zimmermann, niemand weiß, ob er je ein Zimmermann war, ich habe jetzt ein israelisches Buch gelesen, der war unmöglich Zimmermann, der war Steinmetz. Aber als Zimmermann, da verletzt man sich leicht und da ist das Kind, Christkindlein auf die Wiese gesaust und hat Schafgarbe gebracht und hat gesagt, hier Papa, kann dich heilen. Und natürlich, wenn das Christkindlein eine Schafgarbe bringt, dann kann es keine böse Pflanze mehr sein. Und so wurden all diese Kräuter und Heilsachen wurden dann langsam wieder Teil des christlichen Kosmos, sodass nach fast 1000 Jahren Missionierung und Verbreitung der neuen Lehre eine Benediktiner-Äbtissin namens Hildegard von Bingen, die eigentlich eine weise Frau im Nonnengewand war, dann sagte, nicht nur die Kräuter in der die Klosterkräuter enthalten die Grünkraft, die göttliche Heilkraft, sondern auch die wilden Pflanzen in der Natur. Und das war so im 12. Jahrhundert. Und auf einmal waren die Heidenkräuter Christenkräuter geworden, nicht nur Menschen wurden bekehrt, sondern auch Pflanzen. Und das ging gut, das war sehr gut. Dann im 12. Jahrhundert, ungefähr zu derselben Zeit, gab es in eine neue Schule und das war von Kaiser und Staat sehr gefördert.
Und das kam durch Kontakt mit der arabischen Welt oder der islamischen Welt. Und man spricht von arabischer Medizin, es ist weniger arabisch. Es ist, dass die Araber, wilde Wüstenstämme, haben einfach eine ganze Menge kultivierte Länder erobert, darunter Persien und so weiter. Und die waren im Besitz von alten griechischen Schriften, die man im Westen nicht mehr hatte. Diese wurden dann von einem Tunesier namens Konstantin, der Afrikaner, der Christ geworden war, in Salerno übersetzt. Und da kam nun antikes Wissen wieder. Und die Araber waren auch Erben der ägyptischen Alchemie. Und das heißt, Alchemie ist Trennen und Lösen und das Anfang der Chemie. Und das war wieder eine große Veränderung in der Kultur. Das hieß, Pflanzen enthalten Tugenden oder wir würden sagen Wirkstoffe, die man extrahieren kann. Auf einmal waren Pflanzen nicht mehr Wesen, die man ansprach, wie zum Beispiel, wenn die Bauern dann Gundelrebe oder Gundermann benutzten, so wichtigstes Kraut zum Bier machen und bei eitrigen Wunden zum Helfen und so weiter. Und ein gutes Nierenmittel, der Gundermann, kennt ihr alle. Und da hat man im Mittelalter noch, anstatt heidnische Sprüche, hat man die Pflanze immer noch angesprochen und hat gesagt, Gundelrebengär, Speer heißt das, ich brech dich zu unserer lieben Frauen Ehr und zu Ehr unseres Heilands Jesus Christus. Und dann erst wurde die Pflanze genommen. Oder das Verbena, Eisenkraut, wurde Eisenkraut, heilige Verbena, du wuchsest zuerst auf dem Kalvarienberg, unter dem Kreuz des Heilands bist du entsprungen, aus seinen Tränen und Schweiß und Blut. Also das verbinde die Pflanze mit dem höchsten Heiligen, aber sie wurde angesprochen und an ihre Tugenden erinnert. Aber die neue islamische Medizin, da war die Pflanze auf einmal schlicht Materie, die Wirkstoffe ansammelt. Diese Wirkstoffe konnten alchemistisch extrahiert werden. Das sind so die Wurzeln der Pharmaindustrie. Dann hatte man Extrakte, Pülverchen, Elixiere und so weiter. Da ist die offizielle Medizin und die Mönche sind drauf abgefahren, bauten Labore. Auf einmal machten sie Alkohol. Alkohol ist auch ein arabischer Name. Hatte damals nichts mit Alkohol zu tun, sondern Alkohol heißt übersetzt Alkohol heißt ganz feine Materie und war dieses Schwarze, das man über die Augen strich, ganz fein. Und in Spanien hat man das so genommen, dann das Feinste, wenn man Pflanzen destilliert, hat man dann auch Alkohol genannt. Und daher haben wir das Wort Alkohol, das sind spirituelle Getränke, weil man dachte, im Alkohol kriegt man den Spiritus, den Geist der Pflanze. Eine große Erneuerung und das ist etwas ganz, ganz anderes als wie die Tradition, die wir haben. Das wurde dann von den Klöstern sehr gefördert und von der gelehrten Elite, während das einfache Volk bei den alten Kräutertees blieb und bei den alten Salben bei dem, was die Großmütter schon immer kannten. Und wenn sie mal was nicht wussten, dann gingen sie meistens, das ist auch überliefert, zu magischen Menschen, vor allem den Hirten. Und ich finde die Hirten ganz wunderbar. Denn der Hirtenbuhr, das war meistens derjenige, wenn es überhaupt eine Schule gab, der hat da nichts verstanden. Den hat man dann rausgeschickt. Und was macht so ein Hirte die ganze Zeit da oben auf der Almende oder auf einer Alp? Oh, sitzt da und schnitzt eine Flöte, schnitzt einen Hirtenstab, schaut den Wolken zu und so weiter. Und er schaut seinen Tieren zu. Er hat, er ist, kann ja nicht lesen.
und so iPhones und MP3-Player, so gab es überhaupt nicht. Und schaut den Wolken zu und er ist ein Meister des Träumens und des Wanderns, des Schweben oder des, der Seelenreise, kann man sagen. Und er verbindet sich, wer ein Reiter ist, habe ich immer wieder gesehen, wo man eins mit dem Pferd wird. Oder ich habe es auch bei Bauern gesehen, wo sie so nah der Kuh sind. Man verbindet sich, diese Idee von, das mussten wir alle in 12 Jahren Schule oder so lernen, die Welt als Gegenstand, als Objekt. Jekt heißt werfen, ob heißt wegwerfen, hinauswerfen, Gegenstand zu betrachten, ist gerade das, was eben die Wissen, das Wissenschaftliche ausmacht. Zurückziehen und analysieren. Analysieren heißt so zerlegen mental und messen und wägen. Das ist eine bestimmte Geisteshaltung. Das hatten die Bäuerinnen und die Hirten sowieso nicht. Und sie sinnten hinein in ihren Sinne und sie guckten dann zu, wie die Kühe so, wie sie da das Gras rochen mit ihren wunderbaren Riesennasen und alles spürten, was da in dem, was da in der Pflanze drin war. Und das wird ja nicht gefressen, abgebissen, sondern es wird abgeleckt. So, deswegen haben sie diese rauen Raspelzungen. Und sie lecken das gegen die Oberzähne. So. Das ist was wie ein Liebkosen. Und wenn man da nun Tag für Tag sitzt und schaut ihnen zu und so, dann guckt man, man geht so hinein. Und es ist eine Art Astralreise in die Kuh hinein. Und die Kühe wissen, was die Heilpflanzen sind. Natürlich haben die nicht Botanik studiert, aber die wissen, woher wissen die das? Die sind selber so, wir würden sagen, sind selber so kleine Analyselabors. Und mit einer Nase, das können wir mit unseren verkümmerten Nasen uns gar nicht vorstellen. Obwohl wir die Krone der Schöpfung sind, sind unsere Nasen, also im Vergleich. Und die Kühe wissen, deswegen, das habe ich auch immer wieder gemerkt, dass ja, ich war da bei biodynamischen Landwirten, die haben einen Versuch gemacht, ein Feld mit wunderbar eingesäten Gras, Futtergras, sah richtig grün und saftig aus in einer Wildwiese und dann beide Gatter auf, wo würde die Herde hingehen. Habe ich gesehen, wie blöd Kühe sind. Anstatt diese Massen von gutem Futter, na, die gehen in die Wildwüste, wo so viele kümmerliche Kräuter wachsen. Ja, weil die wissen, dass das nur Materie, also Masse ist. Und da haben sie die Qualitäten, die sie suchen. Also Kühe wissen. Und wenn man dann hineingeht auf Astralreise in die Kuh, dann kennt man von innen her die Qualität der Pflanzen. Und deswegen, wenn die Großmütter nicht weiter wussten, dann haben sie den Hirten gefragt. Und der, obwohl Analphabet, nie in der Schule, wusste meistens das richtige heilende Kraut. Dass es sowas gibt, vielleicht kennt ihr das. Ich meine, die letzte Bastion der Astralreise ist wahrscheinlich die reine Liebe. Wenn Mann und Frau einander lieben, sie werden eins. Es funktioniert nicht gut und endet in Perversion, wenn das sexuelle Objekt so Gegenstand wird. Und dann, man muss dann in ein Buch nachgucken. Ja. Ach so, hier sind die erogenen Zonen. Gut, da will ich mal versuchen. Funktioniert. Na, das ist dieses, ich habe es auch anderswo bei den Indianern sowieso. Aber bei meinem Gärtnermeister, und der liebte Komposte, der hat vor dem Fenster, neben dem Gartenhaus, hat er seine Komposte hingesetzt. Und er war der Herr des Hauses, da saß er immer am Ende des Tisches, aber er hatte immer die Fenster auf, damit er auf die Komposte schauen kann. Und meistens war er gar nicht da, seine Seele reiste in den Kompost hinein, Tag für Tag.
Er war ein Kompostmeister. Kaum jemand wusste so viel über Komposte. Und er saß dann da und wäre am Tisch und saß da so ganz weit weg. Und ich weiß, wo er war, im Kompost. Und dann sah man, wie seine Nase, die war sogar so leicht rötlich verfärbt. Und nicht vom Schnaps trinken, er war ja Anthroposoph. Das war, und die bewegte sich und dann hörte man so, ja, Phosphorprozess, Stickstoffprozess. Wenn dann Besucher kamen, seine Frau Hilde musste dann immer die Unterhaltung führen. Und ab und zu, um ihn reinzubringen, sagte sie, ist doch so, Manfred, stimmt das nicht? Und Manfred kam, ja, Hilde, und pum, war er wieder draußen im Kompost. Das sind, also solche Astralreisen sind möglich. Und das haben die Hirtenburben gemacht. Und die kannten die Pflanzen und sie kannten von innen her. Die kannten die Pflanzen. Und das ist etwas ganz anderes, als wie wir gelernt haben. Einfach ja ein Buch nachgucken und dann geht man dann mit einem Buch und heutzutage, welche Heilpflanze ist das? Und dann geht man mit dem Buch und dann ja, da blüht was Gelbes. Ach so, Löwenzahn, kenne ich. Braucht man gar nicht angucken. Und dann kommt man zunächst, was könnte das sein? Ah, okay, ja, gut. Das ist interessant, gut, und geht weiter. Das ist gerade eine völlig gegenteilige Art und Weise, an die Pflanzen ranzukommen. Es ist Pflanzen, die stehen einfach da. Und sie nehmen das Licht der Sonne auf und die Kräfte der Erde, wenn man sich damit befasst. Die hören nicht an ihrem Rand auf, die berühren die Sonne und nehmen die Kraft mit jedem Blatt auf. Die Lichtsensibilität einer Pflanze gleicht unserem Auge und nimmt das ganze Spektrum auf, verwandelt die Energie mit Hilfe von Kohlendioxid und Wasser und schafft die ersten Moleküle der organischen Chemie, das, was wir Leben nennen. Und sie nehmen die ganzen Kräfte der Erde auf mit Hilfe von Pilzen über Hunderte Quadratkilometer sind die Pilze verflochten. Die Botaniker nennen das WWW, Wood Wide Web. Und da gehen Informationen. Also Pflanzen ganz, ganz offene, weite Wesen sind eigentlich von einer Intelligenz, die wir nicht begreifen. Und da rast man nicht vorbei mit einem Buch und sagt, ja, das kenne ich. Ah ja, okay, ja, Mal heute, gibt es da eine App? Das ist, die traditionelle eingeborene Heilkunde, die Urmedizin, war eine, die langsam genug war, um sich abzugeben, sodass sich der Kräuterkundige fast sozusagen hineinverzaubern konnte in die Pflanze oder in das Phänomen. Habe ich jetzt, war das die Frage, die ich beantworte? Oder? Ich weiß nicht, was mein Chef sagt. Boah, haben wir noch eine Frage? Oder? Gut, geht noch. Ist noch Frage da? Jawohl, da ist eine. Gut. Wie ist mein Verhältnis zur Krankheit? Ja, das ist, also ich versuche es zu vermeiden. Aber Krankheit, das Wort krank aus dem Altgermanischen heißt gebeugt und krumm, ja. Siech ist ein altes Wort, dafür ist auch noch ein älteres Wort und das hat somit, es fehlt was, man sucht etwas, so. Also Krankheit ist was Unangenehmes. Aber Krankheit nach der indoeuropäischen und nach unserer Kultur ist Krankheit nicht nur eine Invasion von Viren und Bakterien oder dergleichen, sondern Krankheit hat auch etwas zu tun mit
Schicksal. Und wenn man das Bild von Schicksal nimmt, also die Inder haben das weitererhalten, die Krankheiten, die wir haben, haben mit uns was zu tun. Und zwar schicksalsmäßig. Und Schicksal ist das, was der Seele geschickt wird. Und wo kommt das her? Und zwar ist der Gedanke darin, dass alles, was wir tun, denken, sagen, erzeugt Wirkung, erzeugt Energien. Es ist wie ein Stein ins Wasser werfen und es macht Wellen, die immer weitere Kreise machen. Und irgendwann kommt das, was wir in Gang gesetzt haben, wieder auf uns zurück. Und wenn wir die Ursache nicht wissen, dann denken wir, oh, warum ich? Was für ein schlechtes Schicksal. Märchen wie die Frau Holle ist eins meiner Lieblingsmärchen. Das sind uralte Stammesüberlieferungen, die bis in die vorchristliche Zeit zurückgehen. Das sind die Stammesweisheiten, die die Großväter und Großmütter am Feuer abends erzählt haben. Das ist am Tag, ja, am Sonntag ging man in die Kirche, ja, stimmt, alles gut und lieb, aber am Abend saß man dann beim Feuer und lernte andere Sachen und da lernte man zum Beispiel, wie das Mädchen in die andere Welt fällt, das ist die Totenwelt, wo Goldmarie hineinfällt und sie macht ihre Sachen sehr ordentlich und so weiter und dann wird sie hineingeboren in ein neues Leben und sie geht durch das Lebenstor und es regnet Gold auf sie herab und der Ankünder, der Hahn, sagte, Kikeriki, unsere goldene Jungfrau ist wieder hier. Und dann die faule Schwester, also als fast Gegenbild, wenn sie, die überhaupt keinen Bock hat, und wenn die Äpfel da reif werden, dann sagt sie, hey, bin doch nicht blöd, ich lass mir doch keinen Apfel auf den Kopf fallen und so. Oder ich mache mich doch nicht schmutzig, bin doch nicht blöd. Ihr kennt das Mantra, das ist ein modernes Mantra. Das ist wie Geiz ist geil, ich bin doch nicht blöd. Also jeden Tag vorsagen, dann kommt ihr sehr weit. Und dann geht sie durch das Tor und es regnet Pech. Pech im Leben. Gold ist Licht, ist Sonnenverbundenheit. Man geht durch das Leben, es geht gut. Pech, oh, es klebt an einen. Also es ist aber nicht, dass das von irgendwo herkommt oder irgendein böser Gott oder Teufel schickt das einem. Wir haben es uns selber geschickt. Und so auch die Krankheiten, die haben etwas mit uns zu tun. Etwas, was wir selber irgendwo mal in Unwissenheit oder Bosheit veranlagt haben. Und so stehen sie vor uns als Schicksal. Mahatma Gandhi sagte, die westliche Medizin ist einfach eine Schwarzmagie, die versucht, das Schicksal auszutricksen und zu entkommen. Aber es gibt kein Entkommen letztendlich. Und wir müssen gerade stehen für das, was wir jemals getan haben. Und wenn Krankheiten kommen, dann sehe ich das wie unerbittliche Lehrmeister. Und da hilft Beten zum Beispiel und da helfen die guten Kräuter. Die Pflanzen können heilen, weil sie in ihrem Wesen heil sind. Sie sind einfach da wie erleuchtete Wesen und sie stehen da und nehmen das kosmische Licht auf mit ihren Blättern und die Kraft der Erde auf und sie verbinden beide. Und das ist heilend und heilmachend. Und eine Krankheit lehrt uns. Wir gehen nicht durch eine Krankheit hindurch, ohne dass wir dadurch verändert werden. Das sind wie Kinderkrankheiten. Jede Mutter weiß, wenn die Kinder eine Kinderkrankheit kriegen, Masern oder Mumps oder so, danach sind sie viel wacher und sind etwas reifer. Und das sind im Grunde genommen unsere Helfer. Nur ist es, müssen wir als Heilmittel erstmal unsere Mitte finden, das Göttliche in uns,
damit wir durchgehen können und damit wir das nicht noch komplizieren. Also so sehe ich Krankheiten, alle meine Krankheiten, die ich hatte. Im Nachhinein bin ich dankbar. Während sie da sind, ist es schon schrecklich, aber ich versuche dann immer vollkommen in die Mitte zu gehen, denn in unserer Mitte, das, was man früher das Herz nannte, die Herzmitte, da lebt das Göttliche, der göttliche Funken in jedem von uns. In dieser Mitte, das Bild ist immer da. Im Christlichen kommt der Heiland und klopft an des Herzens Tür, weil wir frei sind, um das aufzulassen oder zuzumachen. Im Indischen ist es Sita und Rama, Gott und Göttin in ihrer wunderbaren Gestalt. Wenn wir sie hineinlassen, werden wir glücklich, selig und seelisch gesund und meistens auch noch physisch gesund oder wir tragen altes Karma aus. Auf jeden Fall sind Pflanzen immer dabei, die besten Helfer und für mich nicht nur wegen Wirkstoffen. Das ist wie nur der Schatten des Pflanzenwesens. Also das habe ich in Indien und bei den Indianern auf jeden Fall gelernt. Materie ist nicht alles. In der Highschool, ich bin ja in Amerika aufgewachsen, in der Highschool haben wir ja eben gelernt, aus was besteht der Mensch? Ein Mensch besteht aus so viel Kalk, so viel Phosphor, so viel Eisen, wie man Nagel schmiedet, Flocke Gold, Spurenelemente. Wenn man das diese ganzen physikalischen Sachen in der Apotheke oder Drugstore kaufen würde, würde ein Mensch $2,70 kosten zur damaligen Zeit. Jetzt ist es wahrscheinlich $27 oder... Ja, dann hat man Mensch, ja, rührt man zusammen. Genauso ist es mit den Pflanzenwirkstoffen. Also das macht nicht die Pflanze aus, genauso wie dieses $2,70 von Chemikalien macht uns nicht aus, obwohl das tatsächlich stimmt. Aber das sind wir nicht, wir sind mehr als das. Und so sind auch Pflanzen mehr als das. Und so sind auch Krankheiten mehr als wie irgendwelche pathologische Prozesse, die man irgendwie wegzaubern muss. Man muss es mit Bewusstsein begleiten und versuchen zu verstehen, was uns damit gesagt wird. Und jede Krankheit, von jeder Krankheit habe ich auch was gelernt. Und lange hatte, ja, wir waren unterwegs und so und ja, natürlich, in Amerika gibt es keine Versicherung und so weiter und wenn man kein Geld hat oder so weiter, dann ist man auf sich angewiesen und es gibt so etwas wie eine Intuition oder wie ich schon sagte, eine Ahnung und da gibt es den großen amerikanischen Mediziner, Andrew Weil heißt der. Der hat übrigens ein Buch geschrieben, Spontane Heilung, und zwar Krebs und andere Sachen. Er ist in Harvard, hat er seine Ausbildung und ist Medizinprofessor an der Universität Arizona. Also ist nicht nur ein, wie würde man sagen, jemand, dem da was gechannelt wird. Also er ist auch in der im heutigen Weltbild reputabel. Und er sagte mal bei einem Symposium in München, wenn die Menschen die Pflanzen kennen würden, also die Heilpflanzen, die rund überall wachsen, Löwenzahn, Kamille, Schafgarbe, Spitzwegerich und so weiter, wenn sie die richtig kennen würden, 60% der Wehwehchen und Leiden und so, mit denen sie zu den Ärzten kommen, könnten sie selber behandeln. Und das wäre ja eine wunderbare Entlastung der Krankenkassen und des Staatshaushaltes. 60%, da ist er überzeugt. Ich selber bin überzeugt, 90%, würde ich sagen. Wenn man richtig kennt, wenn die Kinder das in der Schule lernen würden
und so weiter. Und wenn wir den Mut haben, das wirklich anzuwenden und nicht hier irgendwelche Ego-Heiler und Pseudo-Schamanen auf den Leiben gehen, die dann irgendwas Gechanneltes bringen, sondern also richtiges Wissen, das auch so mit das Erfahrungswissen mit hineinnimmt, wenn das der Fall ist, ja, ich würde sagen 90%. Leider geht das nicht, denn stellt euch vor, was das für ökonomische Folgen hätte. Also was würden die armen, also die Pharmakonzerne, das wäre ja schlimm. Und ihr könnt es euch ausmalen, ich will es nicht sagen. Manches, was ich gesagt habe, kommt nämlich ins Internet. Und da kommen zum Teil nicht so freundliche Sachen, zum Teil. Und deswegen sage ich jetzt nichts weiter. So, noch eine Frage, war hier noch eine Frage auf der Seite? Nein, aber da war eine. Nach einem morphogenetischen Gesetz, dass Heilpflanzen, die man gerade braucht, zu einem kommen. Also ich komme ja ursprünglich auch aus der Wissenschaft irgendwie. Sonst hätte ich es ja gar nicht geschafft, durch die staubigen, trockenen Institutionen, Akademias. Und da habe ich immer das für gröbsten Aberglaube gehalten. Und dann liest man bei Paracelsus, er sagt, dieselben Astralkräfte, die im Menschen eine Krankheit hervorlocken, zur selben Zeit bringen die Pflanzen zum Keimen oder zum Vorschein, die diese Krankheiten heilen würden. Ich sage, schönes Weltbild, geht gut. Oder die holländische Kräuterfrau Melly Uldert sagt, ja, mal die Menschen, wenn das ist ja eine energetische Einheit rundherum um das Haus. Wir sind nur physisch getrennt und die Energien, wenn die Energien einer bestimmten Krankheit im Haus sind, dann ruft das die Heilkräfte hervor, dass auf einmal wächst was im Garten. Ich sage, ja, okay, guter Aberglaube. Dann treffe ich eine Frau, die erzählt mir von ihrer Mutter und die sei eine hochbegeisterte Gärtnerin, aber die hatte ein chronisches Leiden. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Chronisches Leiden und sie hatte ein Unkraut, das sie unglaublich ärgerte und die kriegte das nicht aus dem Garten. Und das ging Jahre und Jahre und die Medizin konnte ihr nicht helfen. Und da ging sie mal in den Buchladen und da war ein Buch von Maria Treben, Heilkräuter aus der Apotheke Gottes. Da hat sie aber so lustlos aufgeschlagen und da war das verdammte Unkraut. Dann guckte sie und das sei gerade das Richtige für das Leiden, was sie hatte. Hat sie es genommen nach Maria Treben und wurde geheilt. Ihre Tochter hat mir das erzählt. Und ich kriege immer wieder solche Berichte, inzwischen glaube ich nicht das. Inzwischen glaube ich das so sehr, dass es fast kein Glauben mehr ist. Es wird langsam eine Überzeugung. Und bei den Indianern war das überhaupt keine Frage. Da heißt es, dass die Pflanzen selber, die haben zwar ihr Bewusstsein nicht innerlich verkörpert, sondern es ist geistig. Wie Goethe sagte, Pflanzen sind sinnlich, übersinnliche Wesen, sie sind beides. Und das Übersinnliche ist der Geist der Pflanze. Deswegen heißt es auch in Indien, ein Pflanzenkundiger sollte ein Yogi sein, dass er selber diese geistige Ekstase haben kann, dass er auch in dieser anderen Dimension das Wesen oder den Geist der Pflanze wahrnimmt. Und diese Pflanzengeister nach den Cheyennen, das erzählte mir der Medizinmann Torbol, er sagte, die spüren oder sehen, was mit den Menschen los ist. Und einige Menschen mögen sie, da gehen sie dann hin und sagen, hey, ich will dir helfen. Hey, Mensch, uhu. Natürlich Menschen sehr doof,
zu. Und dann, na gut, sagt die Pflanze, ich werde ihm im Traum erscheinen. Und dann träumt der Mensch von Pflanzen. Oder Zufälle geschehen, bis er draufkommt und die Heilpflanze findet. Also das ist auch in diese Richtung. Und also davon erzählen die Indianer. Und das ist für sie keine Theorie, das ist für sie Erfahrung. Also das, und ich glaube, das ist tatsächlich so. Es ist nur, man muss es eben erkennen, ja. Ja, gut, dann, wenn noch eine Frage ist, können wir noch beantworten. Sonst wünsche ich euch einen sehr schönen Abend. Und da waren noch ein paar Bücher, die ich signieren wollte. Ja, und hey. Ich habe eine kleine Gabe für Sie mitgebracht. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Dankeschön, ja. Wolf-Dieter Stoll. Vielen Dank. Danke Ihnen. Danke schön. Dankeschön. Oh, das ist ja ein schönes. Oh, wunderbar.